Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft, das bekloppte Projekt. Ja, es geht wieder zackig weiter hier. Ich muss dann wieder rüber zwitschen, weil ich wieder was vergessen habe, was anzumachen. So, ich stehe oben auf dem Tower und der macht mir riesengroße Probleme. Denn ich weiß nicht, warum die Samen, beziehungsweise nach einer gewissen Stundenanzahl die Samen nicht mehr produziert werden, sondern das landet alles hier in diesem, in der Chest drin. Das jetzt mehrere Mal ausprobiert. Also er trennt die Sachen immer auf gelb und weiß in dem Falle. Gelb und weiß, ne? Ja, genau, der soll dann halt immer das dahin führen. Ja, rot. Und das dann halt splitten, dass halt die Hälfte hier reingeht, die Hälfte hier reingeht und wenn man das jetzt so reingeht, ist, wenn es immer auf die Hälfte, Hälfte, Hälfte reduziert, irgendwann bei 2, dann ist er bei 1 und dann kann er nicht mehr sortieren, sondern irgendwann entscheidet er sich, okay, schick die 1 nochmal hier rein, dann macht er vielleicht noch einen Samen und beim nächsten Mal, weil die Pipes das irgendwie registriert kriegen, tut das in die Kiste rein, das heißt irgendwann ist Ende. Ich mache das jetzt momentan noch händisch, bin jetzt momentan noch überlegen, hier ein ME-System drauf zu packen, was getrennt ist von denen hier. Muss ich mir aber noch überlegen, weil ich das jetzt ein bisschen offscreen hier laufen habe lassen. Also der Tank ist jetzt nicht so relativ voll. Den lasse ich, wie gesagt, nur als Speicher da. Also der kann ruhig voll laufen erstmal. Habe jetzt gerade noch eben die Samen reingepackt in die Etagen. Dass es halt mal ein bisschen vorangeht. Und was habe ich heute vor? Ich habe heute einiges vor. Aber ich sagen möchte, mittlerweile, ich habe mal gerade nachgeschaut. Also wir haben jetzt 218. Folge von Minecraft hier und insgesamt sind das jetzt, wenn ich die Folge mitzähle, sind das 1131 Minecraft-Folgen, die wir in Verleine oder mit Centos oder mit Zox, falls damals auch noch zusammen gemacht haben. Und es ist sehr, sehr geil, dass sie so viel Folgen schon geschafft haben. Allein nur die ganze Aufmache Minecraft so lange zu halten. Klar, wir kennen welche YouTuber, die haben über 1000 Folgen an einem Projekt und wechseln dann zwischendurch noch ein paar Projekte rein. Aber ich finde es sehr interessant, dass man doch so lange Minecraft noch spielen kann. Wir haben das, das, das. Okay. Das heißt, wir sollten uns mal um die Dinger kümmern, um diese neuen Apries. Ich weiß gar nicht, diese. Ja, wie die anderen heißen. Forestry. Müssen wir mal gucken. Bei Forestry-Mod müssen die auf jeden Fall dabei sein. Das ist ja der Multiblock für die Bienen. Da habe ich die nochmal gefunden habe. Muss ich gleich mal über die anderen Dinger schauen. Ah, wir kommen der Sache näher hier. Was war das hier? Ja, das brauchen wir gleich. Und dann die Alve, okay. Sind halt Heating bzw. Lightning Transmission Fan, die müssen wir einbauen, dass sie halt diesen gewisse Anzahl bekommen. Okay, ich schau gerade mal, wie viel Zeug haben wir noch. Wir haben nur 130.000 von 220.000, glaube ich, das letzte Mal, der Stand. Also ist noch einiges offen. Plutonium werden wir auch noch massenweise haben. Ja, 208 Plutonium. Wir haben genug noch Zeit nach offen. Jetzt hat er natürlich, aber ich weiß jetzt, wie man schreibt. Jetzt muss man gucken, was brauche ich denn? Ich brauche einen Carpenter, der mit Honig gefüllt ist und brauchen wir dafür. Dafür brauche ich auch einen Carpenter, der mit Honig gefüllt ist. Okay, das heißt, wir brauchen zwei Carpenter. Carpenter. Da haben wir sie. Einmal. Ah, da fehlt mir so ein. Oh. Nehmen wir gleich ins Eck hier, mein Gott. Kann man immer noch gebrauchen, wird vielleicht noch irgendwas kommen. Item Pipes, ich weiß nicht, ob ich noch Energy Pipes habe. In dem Baubeutel auf jeden Fall nicht. Bienen, Conduit Pipes. Conduit, Conduit, Conduit. Ich habe keine Energie Pipes mehr. Ah, stimmt. Ich weiß, warum wir keine mehr hatten, weil wir kein Material mehr hatten. Die müssen ja schon längst fertig gewesen sein. Das heißt, das Alloy sollte durch sein. Alloy. Wir haben
Wir haben 1000 davon, 1000 davon. Ja, und die Muscheln haben wir davon gekriegt, stimmt. Wir brauchen aber, glaube ich, von dem Weibe und den Leuten noch ein bisschen mehr. Da brauchen wir mal davon ein bisschen mehr Energetic Alloy. Oh, das heißt, wir craften davon ein bisschen. Also, das hat ja auf jeden Fall Zeit. Also, wir können ja 5000 craften lassen. Ja. Das sollte man ganz gemütlich nebenbei machen. Ist ja nicht schlimm. Energy. Energy, also wir haben noch die kleinen, aber die reichen nicht. Also die werden auf jeden Fall nicht. Ich will gerne dann die großen nutzen. Wenn wir sie schon haben, sollten wir sie auch nutzen. Item Pipes und Fluid Pipes, die haben wir beide. Das ist super. Jetzt brauchen wir noch Blöcke. Marble Blöcke haben wir noch. Marble, Marble, Marble. Also wir haben eigentlich alles. Ich habe sogar noch ein paar Tanks mit. Das heißt, ich kann noch so einen kleinen Honig-Zwischenspeicher bauen, dass ich halt schon mal oben was lagermäßig direkt da. Aber was brauchen wir eigentlich nicht, weil ich ja das direkt vom Ding holen könnte. So machen wir Sinn. Wo machen wir das Ding hin? Also hier ist ja 23.000, okay. Also ich könnte es ja unten machen. Dann könnte ich sogar hier einbauen. Und da. Ja. Dann ja so machen wollen. Aber nur so. Beziehungsweise brauchen ja nur Strom hier hinten rein. Beziehungsweise den Strom. Oh. Einmal noch wegnehmen. Ich würde den dann von hier nehmen. Ich wollte nicht dahin, ich wollte drüber. Nur einen Umweg, nö. Gucken. Ah, es leckt ein bisschen. Ja, ist aber auch klar. Ihr müsst bedenken, dass es hier viel, viel Aufmache war. Also allein, was hier an Kabelmaterial hier rumliegt. Man müsste alles nochmal ausbessern. Das wird ja sowieso da ausgebessert, die Sache mit den Biozeug. Also die Hälfte bleibt auf jeden Fall in dem Raum da drinne. Wird sich nur verändern. Bauen wir Item Pipes. Ich lasse mal drinne. Wird jetzt noch nichts Spezielles hinmachen. So, die tun wir erstmal dahin. Okay, wir brauchen Inset Strom. Das disablen wir mal. Insert. 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 Disabled damit. Ja gut, das war jetzt klar, dass die Honeydrops reinkommen. Bin ich ein bisschen blöd. Aber die haben wir, glaube ich, irgendwo zwischen liegen da. Wow, 10.000 Honeydrops. Also es kommt einiges zusammen, muss ich sagen. Dazu kommen wir noch hier zwischendurch. Also dann können wir hier ein bisschen produzieren lassen. Ah, es geht ein bisschen automatischer, also brauche ich aber nicht, da ich nicht so viel brauche davon. Reicht, wenn die da wirklich in der Wand sind. Ich hätte jetzt links und rechts machen können, aber mein Gott. Und hier hätten wir dann. Das Teil. Wenn es darum geht, ja. Okay. Das heißt, das fließt da schon locker flockig rein. Extract. Immer drauf. So. Honig ist drinne. Läuft alles sauber. Das heißt, wir können jetzt schon mal die ersten Stacks machen. Also was wir machen können ist, vielleicht noch Conduits zu nehmen. Das heißt, wir holen uns zwei Kisten. Ah, hier habe ich keine mehr, aber ich brauche einen Kisten, dass er die vielleicht ein bisschen. Oh, der ist voll, das ist super. Das heißt, die Beeren, beziehungsweise das Zeug, das wird sich hier stauen. Das heißt, es wird sich erst da drin stauen, dann wird sich da drin stauen und dann wird sich erst da drin stauen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Platz nach oben hin. Das ist gut. Lavatank, der ist voll, so gut.
würde jetzt nicht das Signal geben, dass er voll ist, aber er ist von der Aufmacher voll. Bei manchen funktioniert es nicht, dass es bis wirklich bis 18.000 geht. Das ist aber nicht schlimm. Ich glaube so, ne? Ja. Also wir brauchen normales Holz. Normales Holz. Bienenwachs. Okay. Pollen und Chili Royal, okay. Der Westboost wird gerade am besten, aber am meisten von, wenn wir jetzt Wut nachgehen, ja. Das ist sehr nah dran, weil wir sehen, Wawa Wood ist nicht viel da, weil das meiste verbrannt wird. Aber wenn ich jetzt auf Wawa gehe, Wawa 3,1 Millionen Plastik. 264.000, also man merkt doch schon, dass viel da ist. Also in dem Boost wird mit, wir brauchen Jelly 12.000. Wir brauchen Pollencluster auch schon 12.000. Das ist nice. Jetzt brauchen wir noch Wood. Was viel da ist, das würde das sein. In dem Fall könnten wir, weiß gar nicht, haben wir ein Rezept? Ich glaube nicht. Ich würde dann sagen, standardmäßiges Rezept, was man kennt. Einmal speichern, dass wir das auch drucken können. Dann sagen können, komm, wir brauchen mal 200, 200, 300.000 Holz. Das würde ich dann in die Massenproduktion hier reinpacken, weil ich da viel von brauche manchmal. Holz, Kohle, Holz. Ja gut, dann können wir auch sagen, komm, gib mir mal ein bisschen Wut und dann mach mal 125.000. Das kann die CPU. Das ist kein Problem. Ich glaube, eine von den hinteren ist auf jeden Fall da. Aber das sind die größeren. Also sind. Der große ist natürlich klar. Hat sich an sich so eine große Maßeinheit geschaffen, aber die sind nicht zu unterschätzen, die kleinen. Wir sehen, wie schnell der ist. Also der geht relativ kurz fix voran und hier kommt auch noch einiges zusammen. Okay. Das haben wir auch. Jetzt müssen wir noch Kisten mitnehmen, würde ich sagen. Was hatte ich hier noch drin? Ach genau, hier hatte ich noch das mit dem Ranger, das stimmt. Das wollte ich auch noch machen.